Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller und Broski. Zweites. Ne, erstes Best-of-Duels-Team-Ründchen. So, haben wir doch den Schuh gekriegt. Ladies, ihr seht hier wie immer einen cremigen Zusammenschnitt von meinem Stuff aus dem Duels-Team. Den Stuff, den wir bei Broski alles abgerattert haben. Seht ihr bei Broski, kam ebenfalls online. Der junge Mann hat eine Menge Glück gehabt. Sehr, sehr viel Glück gehabt und wir haben ja doch viel Glück gehabt. Ja, wir haben auch den einen oder anderen cremigen Bruder da gezogen. Würde mich hier sehr über eine positive Bewertung freuen, aber auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast. Und ja, ansonsten sage ich viel Spaß mit dem Video und ja, bald könnt ihr auch endlich zocken. Ja, toi toi, dann sehen wir uns auf dem Transfermarkt. Heute Nacht 0 Uhr. Ja, ist das so? Ja. Ja, guck mal, habt ihr noch eine Information mitbekommen? Bitte. Ich bin der Typ, der eure Karten überteuert. Stellt mal bitte coole Karten kauft. Günstig drauf. Ja. Kuss. Tschüss. Und ich dachte, die holen Draxler. Für so eine Millisekunde dachte ich, die holen Draxler. Und dann sehe ich Norbert Drexler und denke mir so, ach Bruder, weiß ich nicht. Bruder, die Packs sind gerade gut. Weiß ich nicht. Chad Mingname. Bei Kilian. Der hat die bedroht, sonst macht er keine Fotos. Jetzt dürfen die seine Bilder nicht nutzen. Wäre einfach nur so ein animiertes Bild gewesen. Oder auf was für ein Trick. Das sind wir doch. Und ich habe eine Icon. Ich hab gestern so oft gedacht zum Schaden. Ja, Junge. Ich dachte auch einfach, ich habe ein paar Mal Toti gezogen. Nummer du Runde Walkout! Junge, wenigstens laufen die bei dir raus. Bei mir sind die Wichser gestern. Gestern aber auch nicht. Gestern auf Ter Stegen habe ich gewartet, auf keine Ahnung, auf wen noch. Na, ich habe mein 50k-Pack aufgemacht im Video. 50k-Pack? Und es ist einfach Arschritze. Tatsächlich. Woher hast du ein 50k-Pack? SBC. Oh ja. Oh, naja, Arschritze. Ich würde dich gern trösten, aber es ist Arschritze. Es ist echt Arschritze. Es ist harte Arschritze. Kuss, kuss, kuss. Ich glaube, ja, mein Partner hat Check-Level ab. Ja. Guck mal, bei dir passiert was. Hackern. Shananoglu! Ich weh, dass man Beckham jetzt zentral spielen kann. Ja, für Teambauen auf jeden Fall geil. Ich meine, du konntest ihn ja immer in-game umstellen. Und ach, kommt, sehr gut. Kommt, weiß ich nicht wann wieder. Drei Jahren. Nee. Ich glaube, übernächsten Monat. Ich habe mehr bezahlt. Oh ja, also Express oder was? Ich habe zahlt pro Karte 100 Euro. Ich habe Messi da hingejagt, da musste ich 150 bezahlen, perfekt. Aber im Barcelona-Trikot. Also Maldini ist halt schon ein Killer, aber ich glaube, ich mache auch lieber was Offensives. Ich kann mich gerade an den Chat erinnern, wo die mein Team gesehen haben. Ja! Boah, let's go! Ja! Das ist strong. Das ist richtig stark. Ha! Ich kann mich gerade erinnern an den Chat, nämlich auf meine Reaktion, als sie mein Team gesehen haben. Das sieht ja überhaupt nicht nach Pay-to-Win aus. Oha, ja, stabiles Team, aber Pay-to-Win sieht anders aus. Siehste? Ich vom Seelischen her ein bisschen berührt, von daher muss ich umbauen. Siehste? Das sowieso, aber dass sie noch ein bisschen... Hey, Bruder, endlich mal! Nur beschweren hier! Trippek, schreibt das auf! Schreibt das auf die Liste auf hier, den Pull! Ungewohnt! Ungewohnt, den bei Chelsea zu sehen! Also von den Wappen, man hat Man City eine Birne. Der ist gut! Ja! Raheem! Sehr gut! Chat plus 1. Pizza vom Vortag. Kalt, auch super. Gut, immer gut. So sweet, so beautiful! Wow! Ja! Sehr gut! Mast! Kaffee full! Mast! Hey. Chat, das ist mein teuerster Spieler, den ich gezogen habe. Wir sagen Dankeschön. Mann, ey. Ronaldo! Er fährt da schon so von der Seite rein, ey. Mein Gott, ey. Sehr gut. Discard, schön. Oh! Mach, komm schon! Auch mal Japan mit Südkorea vertauschen, läuft doch. Aber egal, 10k, auch süß. Verdammt. Wieso? Ich dachte, ich hab den Dreh raus, wann ein Walker kommt. Der kommt von der Seite rein, wieso zählt er nur bis 84 hoch? Schade. Mach doch einen Van Dijk. Schade. Oder, aber, also ohne für mich ist es bei dir drauf gucken, nochmal. Lewandowski. Hinkewitz! Bei mir ist es nochmal, weil meine Monitoreinstellung ist anders als deine. Ja. So leicht Dings, ne? Ja. Ob Kimmich steigt? Ich glaube, erstmal wird. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine. Oh, was passiert hier? Joel Matip, Ehre. Leao, nice! Geil, Alter. Den nehme ich mit. Der ist richtig endlich strong. Mal wieder, ey. Das ist richtig strong. Boah, hab ich aber auch gebraucht jetzt mal, ey. Ich wollte sagen, Chat, also ich glaube, dass erstmal. Alles, was jetzt so unmenschliche Price-Ranges hat von den High-Rated-Karten, wird erstmal natürlich droppen. Aber dann werden die halt langsam steigen, bis man die halt für SPC-Futter braucht, ne? Nehme ich erstmal mit. Oder, also Chemie war bei mir so ein Fach. La Caga! Ja, immerhin. Nach langer Zeit mal wieder irgendeinen Bruder hier zu sehen.
Er verbeugt sie auch, ist doch süß. Ehrenmann, Ehrenmann. Macht er gut. Kostet aber auch nichts wahrscheinlich, ne? 8k wahrscheinlich. Die Range fängt bei 100k wieder an. La Kaka-Emote in den Chat, Boys and Girls, ihr wisst Bescheid. Ich kann das. Ist das gottlos, Junge. Meine Güte. Egal, nehmen wir mit. Guter Mann. Chemie ist so ein Fach, wenn du wirklich einmal nicht aufgepasst hast, dann bist du raus. Und es ist bei mir in Chemie und in Physik passiert. Back-to-back Walkout. Das ist strong. Back-to-back Walkout. Aber immer die gleichen. Man fängt wahrscheinlich bei 80k. Mit Sicherheit. Der hat eine 3k-Range nur. Ui, Gorvi. Der wird einige Special-Karten 50k sammeln. 50k fängt er an. Er fängt halt 50k. Wirklich da an. Der wird einige Special-Karten sammeln, bin mir sicher. Was wohin soll ich denn mitgehen, Alter? Also ich sag dir ehrlich. Schwer. Hey! Geil, GG's. Fett brauche ich nicht mehr kaufen. Stark. Geil. Wird doch mal Zeit wieder ein bisschen. Was kostet er? Gar nichts. Wobei geht eigentlich zum Start. Aber den nehme ich mit, den habe ich im Team. Wie das Gameplay auch ist, das kann man erst nach ein paar Weekend-Leaks sagen. Und generell der Content, der kommt. Guck mal, Chat, jetzt ist ja gerade noch so, also ich fand letztes Jahr zum Beispiel. Vino! Let's go, Junge! Boom! Das ist geil! Endlich! W's in den Chat, ich will ein Spam sehen! Ha! Geiles Ding, Junge! Leg ich auch Auge. Aber da habe ich es jetzt nicht gecheckt. Ist es ein Walkout? Er zählt hoch. Ich sehe nur Brasilien linker Flügel. Neymar wird es nicht sein. Mann! Das sind auch mindestens 200. Der ist richtig dick was wert. Boah! Oh. Ich leg nicht Auge auf dich. So, ich gönne ihn dir vom Herzen. Du bist Neymar, Alter! Aber ich liebe ihn! Ja, ich feier den auch. Ich feier den so krass, ne? Und guck mal die W's für dich. Der ganze Chat rattert durch. Oh. Puss, ey. Der war jetzt echt mal überfällig, ey. Lecco Palli, ey. GG's, komm her. Boah. Geil. Mini Junior. Jetzt fehlt nur noch Anthony. Sané besser, Blödsinn. Ich lasse dich einfach. Ja, 200. Behalt aber safe. Ja, ja, safe halt. Chat, tut mir einen Gefallen. Bitte nicht bei anderen Streamern reinspammen, wenn wir irgendwas Geiles ziehen, weil das geht den meisten auf den Sack. Das feiert keiner. Ich kann mich zurücklehnen und ihr habt einen Monat, also ihr habt ein, zwei, drei Monate. Ein Monat wahrscheinlich. Ja, ah! Es gibt ihn! Es gibt ihn! Let's go, Junge! Es gibt mal Haaland! Ich mach's einfach für dich. Erling! Oh, endlich den Gott für den Pack, ey. Und solche, es ist ja ein bisschen so, ne? Es ist wie ein Scatter quasi. Weil es gibt dieses Jahr drei große Foot Ambassadors. Vinicius, Haaland, fehlt nur noch der MVP. Und der wird jetzt auch noch kommen. Und der kommt jetzt auch noch. Ich hab Verlängerung, Chat. Der Hier kommt jetzt sind auch noch. Vier Verträge. Vier plus vier. Booyah! Behalt aber safe. Der kostet nicht so viel, aber behalt. 100k kostet er. Ey, 50 glaube ich. Ich habe ihn gestern für 45 oder so geholt. Fuffi, ja. Fuffi, vielleicht 55, 60. Aber behalt ihn, nee, weil der geht wahrscheinlich sogar. Kann ich mir vorstellen, dass sie den. Out of Picks, OTW. Ja, safe, wenn ihr als OTW bringt. Ja, ich weiß nicht. Also, einige meinen, dieses Jahr kommt nur ein OTW-Team, weil dann geht er halt safe schon Freitag out of Picks. Das wäre halt. Ja, aber OTW-Dinge wird ja Dings mit Mané, Ihmchen. Renato Sanchez. Sorry. Das wäre jetzt ein Call gewesen, ja. Sorry. Oh. Der allererste Walkout, den ich discarden musste, war. Cancelo. Ich skipp den einfach. Aber ich habe auch keine Lampen gesehen, Chat. Das Team befindet sich in der Erfindungsphase. Kammerwinger. Ui, oh, jo, jo. Nehmen wir auch mit. Tucci. The Chewy. Chewy Louie. Komm. Na gut. Ich hab's wieder nicht gecheckt. Ich dachte, komm, linker Flügel. Mach ihn den Vini. Und mein Vater immer ganz gut Spielernamen aussprechen. Kuriani. Chat, wie fandet ihr die Karriere von den Kuriani? Boah, es endet immer darin, dass ich in der zweiten oder dritten Draftrunde einfach aus Frust quitte. Das ist einfach mein täglich Brot. Sicherlich mal ein Dudek, ist egal, wen da hinten drin hast. Kai Harwards. Junge, ich bin komplett so scheißegal, in einer Zeitschleife. Ich gewinne immer ein oder zwei Spiele und dann werde ich gebumst. Arrival-Spiel macht halt. Tosi. Will nicht mehr, ne? Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Gib mir doch endlich mal einen scheiß Hero! Hui! Nichts gesagt? Jawohl, Junge! Mann mit! 10k. Ja, zumal dir voll viele Spieler ja wegbrechen. Ja, ja, klar. So. Oi! Imo Erna! Bringt er? 7k, ich nehm die mal mit. Der wird, glaube ich, steigen, aber. Let's go. Ich weiß gar nicht, wen ich im Torwart hat gehalten. Und vermeintlich mit dem schlechtesten Team. Mit Harry, stimmt, ja. Mit Harry Kane vorne und der macht's gut. Und Robert Andrich. Robert Andrich. Ich find's sympathisch, dass du Sadio Mane hast. Best Player in the world. Ich kauf den mal. Wenn du den umgemodet hast, sind Anthony und CR7 voll. Haben wir ja Premier League dann. Das ist die Ligaspot, der fehlt, glaube ich. Premier League. Krisch.
Nee, 33 Chemie, also es gibt keine Teamchemie mehr, es geht halt nur noch darum, ob deine Einzelspieler auf Chemie sind. 33 Chemie würde halt bedeuten, dass irgendein Spieler nicht alle voll 3 Chemiepunkte hat. Und das ist jetzt in dem Fall gerade Tomori. Ja, ich finde die Icon, ich würde tatsächlich das Chemiesystem besser finden, wenn die Icons quasi jedem Spieler einen Vereinslink geben, dann wären die Icons fairer, weil so bringt eine Icon sich quasi nur selber was. Ja. Und du hast halt eine Reihe von Icons wie, keine Ahnung, Dorglish, Haji, das ist halt, oder halt ein Ligenpunkt. Also, das ist schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass halt, wenn Dienstag alle zocken, der vielleicht nochmal leicht dippt nach unten. Das Problem ist, das ist ein Spieler, der ist komplett zum Start. Ja, ganz ehrlich, du wolltest ihn gerade für 825 holen. Ich würde ihn dann jetzt einfach holen, Alter. Also runtergehen wird er nicht. Runtergehen wird er nicht. Also auf lange Zeit. Der wird dann vielleicht unter den 800k kosten, wenn diese World Cup Upgrade-Dinger kommen. Da. Bei 2 Goldkarten nebeneinander sieht auch irgendwie, aber geht nicht anders. Auch mal investieren, zu teuer, habt ihr keine Ahnung immer. Wer kann denn von euch das Spiel schon zocken? Sag mal, und den probiere ich aus, der 200k gekostet. Weiter runtergehen wird der nicht, weil viele dann ausprobieren werden. Das stelle ich da halt anderen hin. Und der hat ja als einer der wenigen Icons wirklich auch eine Nation, die dir dann im Teambau was bringt. Ja, aber die brauche ich ja nicht mal jetzt im Team. Ja, aber ich meine generell. Ich kann 1:1 sehen. Wenn der wirklich kacke ist, dann gebe ich den wieder ab. Ich werde kein Minus machen mit dem. Nee. Ich werde mit dem kein Minus machen in den nächsten Wochen. Wenn der kacke ist, gebe ich den ab und stelle irgendeine x-beliebige andere Icon ein. Beckham fehlt mir, würde aber die Formation, die ich spielen würde, nicht hergeben. Also ich kam heute in den Spielen am besten mit 4-2-2 klar und Beckham auf der 6, nee, Beckham auf der 8 mit 2 Absicherungen kannst du machen, glaube ich, gerade zum Start. Aber so tust du dir da gar keinen Gefallen mit. Ja, Ingame, Ronaldo, Völler, Doppelspitze, Anthony Mané, diese Halbpositionen sind ja keine wirklichen ZOMs, so Halbflügel und in der Mitte die beiden. Ich finde das an für sich nicht verkehrt.